Der Mann von nebenan. Ein nachdenklicher Landwirt. Das Bild hat Simon Detlefs im Kopf, wenn er an seine Kindheit in Nordfriesland denkt. Der Mann von nebenan soll sein Gesellenstück werden. Ja, momentan arbeite ich eben auch dran, diese Durchbrüche hier zu schaffen. Das ist relativ schwierig, weil wir hier Hirnholz schneiden. Das ist besonders hart. Vor ein paar Tagen sah die Figur noch so aus. Ein zusammengeleimter Block aus Rüster, dem Holz der Ulme. Es passiert schon mal, dass man zu viel wegschnitzt. Wenn es splittert, kann man es noch wieder ankleben. Wenn man zu viel abnimmt, dann hat man im Grunde verloren. Wobei man keine so großen Späne abnimmt, dass jetzt das ganze Stück versaut wäre. Also der Arm wäre dann unter Umständen ein bisschen dünner. Dafür ist also ein Arm dann. Geht natürlich, wenn man Arme anlegt, dann ist natürlich auch der Kopf dabei, die Hand dabei, die Schulter dabei. Das könnte sich jeder mit mindestens Hauptschulabschluss bewerben. Es ist natürlich wesentlich, dass man dafür ein großes Interesse mitbringt. Das ist ein Beruf, der schon eine große Motivation voraussetzt. Und natürlich auch eine gewisse Begabung ist von Vorteil. Und als Fähigkeiten sind vor allem das räumliches Vorstellungsvermögen und manuelle Fertigkeiten wichtig und gefragt. Die Aufnahmeprüfung haben sie bestanden. 18 Frauen und Männer beginnen in jedem Jahr die Ausbildung in Flensburg. 3 Tage in der Woche Werkstatt, 2 Tage Theorie. Sie lernen Figuren zu schnitzen, aber auch Ornamente für Möbel und Orgeln. Später werden sie für Museen und Theater schnitzen oder Kurse für Jugendliche anbieten. Die festen Stellen sind aber rar. Ich glaube, wenn man Geld verdienen will, ist das nicht der richtige Job. Die Werkzeuge müssen sich die Schüler selbst kaufen und scharf halten. Etwa 400 Euro kostet ein Satz. Für jede Aufgabe gibt es ein passendes Schnitzeisen. Für die Arme des Mannes von nebenan braucht er das Schmalste. Ich habe jetzt gerade eben den Arm und den Kopf etwas weiter angelegt. Hier diese Zwischenräume ein bisschen ausgearbeitet. Also man geht eben mit der Form in die Zwischenräume und macht nicht einfach nur die Löcher, weil dann ist die Gefahr, zu viel wegzunehmen, deutlich höher. Im Sommer ist Simon Detlefs fertig mit der Ausbildung. Dann will er 3 Jahre auf Wanderschaft gehen und versuchen, von seinem gelernten Handwerk zu leben.